Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 2. Und wir stehen hier an der wunderschönen Grenze zu den Echsenmenschen, denen wir jetzt da mal so ein paar, ein paar kleine Liebesbeweise geben wollen. So im Sinne von Hiebe sind Liebe. Man weiß ja, so ein paar leichte Schläge auf dem Hinterkopf mit einem stumpfen Gegenstand oder vielleicht auch einer scharfen Waffe, die fördert jetzt nicht unbedingt nachhaltig gesehen das Denkvermögen, aber ich glaube, kurzzeitig kann es durchaus für Adrenalin sorgen. ja. Hier wollten wir noch Helden aufhören, ich erinnere mich. Muss gerade wieder auffrischen. Aber was wichtig ist, was wir gleich mal machen wollen, was mir geraten wurde, denn das wusste ich tatsächlich noch nicht. Wir haben noch ein Handelsabkommen mit den Echsenmenschen. Alles klar. Haben wir sonst noch irgendein Abkommen? Ich glaube, wir haben nur... Was haben wir denn an Abkommen mit euch? Wir haben nur ein Handelsabkommen mit euch, ja? Alles klar. Gut, dann. Die Toten sind wieder den Plan der Alten. Ja, ja, ist okay. Schon wieder? Nein, das ist jetzt wieder mit ohne E. Also, ganz wichtiger Unterschied. Wieder mit IE bedeutet nochmal. Wieder nur mit I, also ohne IE, heißt gegen. Das ist ja so von wegen hier widerspenstig. Das heißt nicht, dass man nochmal spenstig ist oder sowas, sondern dass man gegen etwas ist. Das ist so der Unterschied wieder und wieder. Ja. Im Übrigen weiß ich jetzt, dass die Chaos-Armee zu den Skaven ist, weil die dieses Ritual ausgeführt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, von den Ritualen habe ich keine Ahnung, weil ich bis jetzt allen Völkern aus dem Weg gegangen bin bei Total War Warhammer 2, die diese Ritualmechanik haben. Einfach nur, weil ich von allen, die sich mit dem Spiel beschäftigt haben, gehört habe, wie kacke die Ritualmechanik in Total War Warhammer 2 ist und dass das Spiel ohne diese Ritualmechanik viel, viel besser wäre. Aber auf kurz oder lang, spätestens wenn ich mal die Echsenmenschen spielen will, irgendwann werden wir das Ding sehen. Was macht man denn hier überhaupt bei der Quelle der Verzweiflung? Haben wir? Ja, Unverdorbenheit ist hoch genug. Eine Kaserne haben wir ja schon. Genau wie Mauern. Dann würde ich hier eigentlich... Geld, ja, aber andererseits... Ne, Moment mal. Machen wir doch nochmal das Gebäude hin für Unverdorbenheit. Machen sie dafür weg. Dann können wir hier was Schöneres hinmachen. Wir wollten ja noch unseren Angriff oben auf Sartosa vorbereiten. Helden hat man noch nicht neue ready. Ich glaube, da waren wir kurz davor. Okay, weiß ich da Bescheid. Bevor ich da oben die Helden nicht aufgestockt habe, brauchen wir gar nicht weiter. Hier wollte ich ja so. So. Wir kriegen ja einen Malus, wie ich weiß, wenn wir jemanden den Krieger klären, mit dem wir noch irgendwelche Abkommen haben. Aber lernen wir mal daraus, was wir bei den Menschen gelernt haben. Ich glaube, wenn wir einfach überfallen, dürfen wir keine Mali bekommen. Dann kriegen wir sowohl Handelseinkommen, Knete, als auch Knete durchs Plündern. Was insgesamt nicht wenig ist. Das hat er gerade ernsthaft gesagt, Tomb Raiders. Es ist in Ordnung. Ich glaube, wenn hier Lara Croft vorbeikommt, ich glaube, das müsste doch Staatsfeind Nummer 1 bei den Tomb Kings, nehme ich mal an oder so. Also Überfahrungsplakate von Lara Croft ausgehängt. Und von diesem komischen Indiana Jones, ne? Okay. Soweit durch. Quacksuttel. Die haben immer so lustige Namen. Und Moment mal kurz, es wird mir wieder Zeit, mein Handy wegzuschmeißen. Nur für den Fall, dass wieder irgendwas kommt. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Aus mir nicht erklärlichen Gründen, schon fast wissenschaftlich nicht erklärbar, macht das Ding hier und da Störgeräusche, die eigentlich Handys vor 20 Jahren gemacht haben. Und ich habe ein modernes Smartphone, so ist es ja nicht. Gerade mal ein Jahr alt. Und das Lustige ist, das, was ich davor hatte, hat das auch gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Fluch ist, der auf mir persönlich lastet. Aber wenn mein Handy nah dran ist, dann kann es sein, dass hier und da Störgeräusche kommen. Deswegen schmeiße ich es gerne mal weg vor der Aufnahme. Also komplett, ne? Dann kaufen wir immer wieder Neues dann. So.
Die Ex-Menschen mögen mich jetzt bestimmt nicht. Aber hey, die können ja die Abkommen selbst beenden mit mir. Ich meine, die Sache ist ja die, die Ex-Menschen haben jetzt erstmal mit dem Chaos, das hier vorbeischneit, genug um die Ohren. Von daher, ja. Wir haben es chillig gerade. Es drängt nicht. Der Krieg rennt uns nicht weg. Vor allem, da wir nicht gegen Bretonia kämpfen. Brauchen wir keine Angst zu haben, dass die Städte auf einmal Beine entwickeln und wegrennen. Hier könnte man... Ja, das Streitwagengebäude. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Hier können wir die Gerberei machen. Das ist ganz gut, obwohl es nicht mehr so viel gibt, mit dem wir handeln. Apropos Handel. Ach du lieber Gott. Niemand mag mich. Das finde ich toll. Jetzt mal im Ernst, das ist richtig doof. Mit Lothar haben wir noch ein Handelsabkommen, das wird sich dann auch irgendwann auflösen. Aber derzeit ist es gar nicht mal so schlecht, ordentlich Knete zu sammeln, weil die werden wir noch brauchen. So. Es gab auch jemanden, der gemeint hat, gibt es eigentlich irgendein... Schwarzer Turm von Arkan können wir hier bauen, sobald es soweit ist. Oh, da kriegen wir auch endlich mal den Legionsbeschuss. Cool, den haben wir auch noch gar nicht. Genau, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Noch nicht mal erklärt oder sonst irgendwas. Wie ist der Bevölkerungsüberschuss? In zwei Runden gibt es noch eine. Wir brauchen... Oh Gott, ne, komm, wir gehen mal her und machen hier jetzt dann doch mal das Wachstumsgebäude an. Hätte ich genauso gut dieses Gebäude hier lassen können, das Wachstumsgebäude. Ja. Aber es gab auf jeden Fall Leute, die gefragt haben, warum baut man nicht sofort alle Gebäude auf Maximum aus? Gut, jetzt wo wir so viel Geld haben, können wir es machen. Auch hier die Kavalleriegebäude. Aber es gibt manche Städte, wo ich extra nicht auf Maximum ausbaue, weil ich mir noch unsicher bin, ob ich sie überhaupt behalten will und nicht lieber abreiße. Beispielsweise hier bei Numas. Jetzt die 2-3 Gebäude. Okay, die können wir eh nicht weiter ausbauen. Aber irgendwo hatte ich, glaube ich, noch Gebäude, bei denen ich mir sehr unsicher war, ob ich sie überhaupt behalte. Das sind hauptsächlich immer solche Gebäude, die jetzt kurzzeitig da sind, um irgendwas zu buffen. War das beim Geierberg? Nee, hier auch nicht unbedingt. Ja, und wie gesagt, die Mauern. Da muss man sich jetzt erstmal überlegen, ist es überhaupt wert, jetzt so viel Geld reinzustecken, wo jetzt die nächste Zeit wohl eh niemand angreift und die zwei Mauern erstmal ausreichen. Das ist auch so ein typischer Fall. Denn Wirtschaftsgebäude mal auszubauen, ist nie eine verkehrte Idee. Aber jetzt irgendwelche Verteidigungs- und Militärgebäude, wenn die jetzt nicht unbedingt vonnöten sind, hänge ich die Priorität immer ein bisschen nach hinten und hamste mal ein bisschen Geld, weil gerade mit den Tomb Kings ist es nicht so leicht, Geld zu verdienen. Selbst wenn man keine Truppenausgaben hat. So, wir können bei Livil verteilen. Levelus Verteilus. Du warst der mit der Artillerie. Till. Den Untenbrunnen bauen. Na gut, jetzt mit der Artillerie haben wir Blitzschlag zu haben, ist jetzt nicht das Wichtigste, aber ansonsten wüsste ich halt nicht, was ich mit dem noch machen sollte, ne? Der hat eigentlich alles... Ah, nee, die Usch hat die Großbögen. Alles klar, alles klar. Aber nachdem das so ist, würde ich vielleicht unseren Baum tatsächlich nehmen für noch mehr Verlusteverstärkungsrate, für Blitzschlag und solche Sachen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, komm, gib mal den Zauberer mal ein Pferdchen. Es ist nie verkehrt, die Zauber auf dem Pferd zu haben, weil das sind die schwächsten von allen, wenn man die mal schnell zurückziehen kann von irgendwas. Also Zauber auf Pferd ist nie eine schlechte Idee. Das ist tatsächlich auch das, das habe ich ebenfalls gelernt von vielen Videos zu Guides, vor allem von den von Zirkovic. Hoppalala, das sind Tiermenschen unterwegs. Ich glaube, die Ex-Menschen haben da tatsächlich noch Sachen zu tun. Das heißt, die kommen zu mir. Das war natürlich doof. Ah ja, eine der Sachen, die ich gelernt habe durch so Guides ist, wenn man für irgendeinen Kommandanten, also wenn man sich jetzt überlegt, fast alles in die Armee zu stecken und die Kommandanten fast nicht aufzuwerten, wenn man schon ein Reittier mitnimmt, dann zumindest immer für den Zauberer. Ja, ich glaube, das war schon fast wieder für diese Runde, ne? König Setep, stimmt, den können wir auch noch. Du hast ja, glaube ich, keine besondere Einheitenart, ne? Dann warst du, glaube ich, sogar mein Auserwählter für die Skorpione. Na, das habe ich dir erstmal gegeben, einfach nur... Weil... Genau. Ja, komm, dann hol dir erstmal Gruftwachen. Eine schöne Gruftwachenbasis. Und ansonsten würde ich dich ja tatsächlich auf Skorpione machen, aber dazu fehlen uns derzeit die Skorpionengebäude. Soll aber nicht das Allerschlimmste sein. Hier hätte ich ja gerne irgendwann vielleicht mal die große Pyramide der Setra irgendwo anders umplatziert, aber gut, so viele Alternativen gibt es ja auch nicht. Lokazan auch nicht. Das Gebäude kann weg.
Wachstum brauchen wir nicht mehr. Wie lange braucht diese Pyramide eigentlich zum Bauen? Weil wenn ich die jetzt dahin schiebe, dann haben wir einen Platz mehr für jetzt irgendein vierer Gebäude wie die Skorpione. Oder wir gehen einfach her und bauen eins dieser Gebäude um. Machen wir mal das Streitwagengebäude dann darüber. Das ist erstmal die vorrangige Idee. Hier können wir dann auch bald ausbauen, weil wie gesagt, ein Kommandanten, der sich mehr auf Skorpione spezialisiert, finde ich auch durchaus eine coole Idee. So. Ja, gehen wir noch ein bisschen näher ran. Wie schaut eigentlich meine Beziehung zu den lieben Herren Verteidigern aus? Was denn? Verschlechtert sich? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die können ja gerne das Handelsabkommen mit mir beenden. Wenn sie ein bisschen was von dem Geld zurückhaben wollen, was ich denen die ganze Zeit wegmops. Ah, stimmt. Forschung dürfte bald fertig sein. Dann dürften wir doch eigentlich hoffentlich ja die Helden da bekommen noch. Dann würde ich gerne diese Armee noch auffüllen und dann würde ich dabei Sotosa auch mal vorbeigucken. Vielleicht fange ich sogar schon meinen Anti-Elfen-Kreuzzug an. Noch bevor ich hier im Süden überhaupt fertig bin. Dass wir ein bisschen was zu tun haben. Och, guck mal, das sind die mit dem Herzchen. Admiral Kurufor. Der kommt mir ein bisschen gefährlich nahe. Und ja, die Dunkelelfen haben so fahrende Städte auf dem Meer. So schwarze Archen hießen die, glaube ich. Aha, ich hätte jetzt so gelacht, hätten die jetzt die Städte geredet. Schwarze Kreuzung. Komm, du darfst da einmal vorbeifahren. Stell dich hier mit ins Riff, der Depp. Mit dem bisschen. Ja. Die haben sich jetzt eben selbst getötet. Alles klar. Oh. Angriffsbonus Geschwindigkeit für Kavallerie oder Waffenstärke und Rüstung für Infanterie. Mach mal Infanterie. Vor allem, weil, glaube ich. Ah, nee, diese Dynastie haben wir eben auf. Oh. Unsere Schab, die sind jetzt nochmal pornöser geworden. Ja, falscher Baum. Hier, ja, das wollte ich nur noch machen. Gut, machen wir mal die. Machen wir erstmal den Gruftprinzen wegen trainieren. So, du mein Freund. Ja, was gebe ich dir jetzt eigentlich? Ich meine, okay, selbst eine Armee mit. Selbst bei einer Armee mit Skorpionen schadet es nie, einen Knochenriesen dabei zu haben. Einmal Ushabti mit Großbögen kann man eigentlich auch in jeder Armee einmal mitnehmen, um irgendwelche großen Einheiten zusammen mit dem Knochenriesen rauszusnipern. Ein- oder zweimal normale Ushabti schaden auch eigentlich in den meisten Fällen nicht. Von denen werden wir auch noch genug haben. Vor allem, da die jetzt global verbessert waren. Wurden. Tuten. Und dann Rest würde ich eigentlich gerne mit Infanterie und dann Gruftskorpionen auffüllen. Und vielleicht noch ein Katapult oder so. Und vielleicht noch ein Ritus für eine Lade. Eine Lade kann ich auch überall mitnehmen, wenn sich das anbietet. Weil, wow, das macht Bum-Bum und Piu-Piu. Muss ich mehr sagen? Ich glaube, das ist. Ich habe genug Gründe offenbart. Dankeschön. Du könntest ja auch die Geier mitnehmen, komm. So. Ja, wir können jetzt sogar drei Helden mitnehmen. Und ich meine, bei dem ist es ganz okay. Aber wenn ich schon drei Helden mitnehme, ganz ehrlich, dann kriegt er diese Fuzzis. Obwohl, andererseits. Klar sind die Nekropolenritter-Konstrukte, aber das größte Problem ist, mit so einer Kavallerie-Armee immer den Neko hier den, Stimmt, ich hatte eh doch die Idee, das nochmal umzuswitchen, ne? Vor allem. Ja, kommen die Nekropolenritter auf jeden Fall. Nehmen wir mal hier runter. Tauschen sie. Weiß nicht, gegen Guft. Ah, stimmt, das wollte ich doch machen. Die Grabjäger austauschen. Das hatte ich als Plan. Ich erinnere mich. So. Dann lassen wir hier nämlich die Grabjäger drin, zusammen mit der Infanterie. Die paar Reiter vielleicht trotzdem noch zum Flankieren. Ich weiß gar nicht, ob ich die behalten will. Land of the Dead.
Das ist ein italienischer Gruftkönig. Das war so klar. Und noch so mit so einem fetten Mario-Schnauze. Oh Mann. Die Vorstellung finde ich gerade echt zum Kugeln. Also gut. Wäre echt überlegen, ob ich die zwei dekanischen Reiter nicht lieber rausnehme. Da unten meine ich, da bei dem Kommandanten. Und mich hier viel mehr auf das Zeug konzentriere. Aber gut, ich meine, wir haben ja sowieso nicht so viel. Wir haben hier den einen Hero-Titan, jetzt noch die Grabjäger. Das ist unsere einzige Flankierungseinheit eigentlich. Damit kann ich leben. Haut so weit hin. Ich frage mich bloß, was ich raushau, dafür, dass ich jetzt noch zwei... Ich will ja sogar drei Kommandanten hier haben. Da können zwei Truppen raus. Vielleicht ja tatsächlich. Also entweder hau ich die Ushabti raus, oder ich hau die Nekanischen Reiter raus. Beide Einheiten sind für Flankierung geeignet, oder auch, na gut, Ushabti mehr für Frontline-Support. Reiter mehr fürs Flankieren. Aber wenn wir schon Hero-Titan dabei haben, ist unsere Armee eigentlich dafür geeignet, frontal durchzubrechen. Zusammen mit der Artillerieunterstützung. Da brauchen wir nicht so viel Flankierungspotenzial. Vor allem, weil wir mit den Grabjägern auch guten Schutz für die Flanken haben und den Gruftwachen. What? Hat jemand noch nicht seinen Kaffee? Ah, stimmt, ich sehe, wir haben ja noch einen Platz frei, den wir sogar ihm geben können. Spricht eigentlich nichts dagegen, aus dieser Armee tatsächlich eine Frontline-Push-Armee zu machen. Meh, ich höre mir ganz immer so eine Ziege oder sonst irgendwas. Komm, wisst ihr was? Ihr kriegt nochmal einen Trupp nekanischen Reiter. Den anderen Trupp lösen wir auf. Jetzt haben wir noch Platz für für die drei Kommandanten. Weil ich meine, den bei den Ushabti und beim Hero-Titan zu lassen, den Nekrotekten, finde ich sinniger, als den mit den Nekropolenrittern mitzuschicken. Weil man kann Nekrotekten auf den Streitwagen tun, aber dennoch, ich weiß nicht, ich habe den trotzdem lieber bei der Hauptarmee, da ich besser auf ihn aufpassen kann. Weil immer, wenn ich den Nekrotekten irgendwo mitschicke, ihr habt es schon ein paar Mal erlebt, dann geht er mir immer hops unter den Augen weg. Ah, hier bei Numas. Ja, wir könnten jetzt auch hergehen und das Gebäude bauen, ne? Aber... ja, plus 1 Rekrutierung überall. Und lokale Rekrutierung. Gut, lokal, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber insgesamt Rang für Rekrutierung ist erhöht. Das ist ganz schön. Aber wenn ich schon die Wahl habe, dann würde ich jetzt lieber gerne irgendein Gebäude machen. Wie das Skorpion-Gebäude. Oder nur Schabti-Gebäude. Aber machen wir das für Skorpione. Und vielleicht kriegen wir unter den neuen Herrschaften auch noch einen Skorpionschnitzer. Einen neuen. Ich merke gerade, dass... Die wollen immer noch nicht... Ihr seid mir vielleicht ein paar Schlingel, seid ihr mir. Ich bin gerade überlegen, wie ich mich aufteile. Ich warte noch eine Runde, oder? Ja, eine Runde können wir noch warten. Was hatte ich bei Setra jetzt eigentlich noch großartig vor? Brauchen wir nicht. Wahnsinnig zurückgekehrt. Das ist noch ein bisschen besser reindrischt. Ja. Öffentliche Ordnung -4 bei Gegnern und mehr Einkommen durch Ausrauben. Ja komm, das machen wir. Uralten Tyrannen nehmen wir noch mit. Wir haben dann eh nur noch 5 Level übrig. Wir können doch wahnsinnig zurückgekehrt machen. Vor allem die physische Resistenz ist durchaus nice. Angespawnt, das ist eigentlich sowieso schon Porno mit dem Streitwagen. Dann ist jetzt wirklich die Frage, was machen wir danach noch? Dann haben wir noch 4 Punkte übrig. Das würde, glaube ich, nicht mehr für den Blitzschlag reichen. Und ein bisschen von dem Kampfzeug mitzunehmen ist jetzt auch nicht so ultra. Ich könnte eigentlich überlegen, ob ich die Steinwächter dann nicht, hier nicht, Meisterstreitwagen noch mitmache, um die Sphinxen zu verbessern. Weil Kriegssphinxe hat er dabei, der gute alte Setra. Und für die Nekrosphinxe? Nekrosphinxe war hier. Gut, da haben wir eh nur die eine legendäre. Kriegssphinxe sind wichtiger. Und Hero-Titanen. Hero-Titan, Ushabti, Großbogen. Haben wir ja auch mit Setra. Vielleicht gar keine so schlechte Idee, Setra ebenfalls wie unseren Sphinx-Kommandanten auch sehr stark auf Sphinxen zu spezialisieren. Einfach auf die Kriegssphinxen noch zusätzlich.
Und zu sagen, okay, machen wir eben bei Setra noch die Kriegssphinxen voll und nehmen statt den zwei Ushabti dann nochmal zwei Kriegssphinxen mehr mit. Dann haben wir noch eine schöne Trampelarmee und die ganzen Ushabti kriegen andere Kommandanten. Weil wenn wir schon nicht auf die... Das ist halt so ein bisschen verschwendetes Potenzial, wenn wir keine Ushabti-Verbesserung geskillt haben. Auch wenn es nicht so viel ausmacht, die plus 8 auf Angriff, Abwehr und Geschossschaden. Es macht einen Unterschied. Und das ist, wie gesagt, verschwendetes Potenzial, Truppen mitzunehmen, die man nicht spezialisiert hat. Hopp. Nice. So, was von... Du stehst direkt neben einem Vulkan. In der Wüste. Gut, jetzt sind wir schon im Tropengebiet angekommen, aber trotzdem. Heißer geht's fast nicht mehr. Nein. So, nächste Runde würde ich sagen, gehen wir mal in den fröhlichen Krieg. Yay, Händchen halten so in den Krieg rein. Yay, lalalala. Ihr führt auch ein unglaublich sorgloses Leben, oder? Ihr Echsenmenschen. Da stehen vier fette Armeen Untoter so vor euren Städten. Aber so, oh ja. Gucken wir mal ein bisschen durch die Ruinen da. Der Typ. Gut, ich habe überall Verteidigungsanlagen und die Armee ist nicht groß genug, um mich da gleich zu überrennen. Aber dennoch gefällst du mir nicht. Deine Armee ist mir scheißegal. Es geht nur um dein Gesicht, ne? Mit dem Gesicht kommst du hier nicht durch. Ich kenne sein Gesicht noch nicht mal, aber ich kann schon fühlen, dass es scheiße ist. Da haben wir schwarzen Kreuzdorn. Diener des Chaos. So, Grufprinzen, dann machen wir noch für Priester des Todes. Die Dynastie wurde erforscht. So, holen wir uns mal gleich den Burschen. Stark, zornig, weise. Stark, einfach allgemein Bonus auf Rüstung, Nahkampf, Angriff, Waffenstärke ist nicht, ist durchaus nicht schlecht. Gut gebaut und robust. Mächtig. Zornig. Die Gruftkönige und ihre Diener spüren Xars Zorn durch ihre Untotkörper strömen. Weise, der gütige Tarhoff vermittelt seinem Volk heiliges Wissen und zeitlose Weisheit. Na, die Sache ist die. Wo hab ich... Da haben wir schon wieder einen Kavum. Die Sache ist die. Wofür setze ich meine Gruftkönige am meisten ein? Ich meine, die Gruftprinzen. Die sind an sich Hellebarden-Infanterie. Das heißt, die sind schon sehr gut gegen Kavallerie und große Einheiten. Wenn ich denen jetzt noch einen Bonus gegen Infanterie gebe, ich meine, ich halte die sowieso immer mit meinen Nahkampftruppen dabei, um die zu buffen. Wenn ich die dann mit in die feindliche Infanterielinie bei der Frontline mit reinschicke, das ist durchaus von Vorteil. Andererseits, das hier bufft einfach alles. Ich meine, Rüstung, ein bisschen mehr Nahkampfangriff, das ist durchaus gut. Und Waffenstärke, das ist quasi auch fast so gut. Ich glaube, ich mache einfach stark. Das hilft gegen alles einfach. Wenn was das gegen alles hilft, hilft schon mal mehr als nicht gegen alles. Ja, kann man so unterschreiben. Ich glaube, damit habe ich eine richtige Aussage getroffen. Global, ich darf jetzt wieder mehr Truppen holen. Das ist sehr gut. Danke. Ich könnte es auch global holen, aber so sehr drängt es nicht. Ich halte mir mal die globalen Kanäle frei. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal unsere ersten Raids. Pass auf, jetzt muss ich noch 10 Runden warten, nachdem ich das Handelsabkommen beendet habe. Haltet euch für uralt, ihr seid jung. Ich glaube nicht, dass du so alt bist. Die Tomb-Könige sind... Die Tomb-Könige. Man kann natürlich auch beide Sprachen mixen. Die Tomb-Kings sind dermaßen alt, ich glaube nicht, dass du nähere tausende Jahre alt bist. Ich glaube, die Tomb Kings sind wirklich so alt, dass selbst den Elfen die Ohren abfallen, ey. Da war's. Jupp. Es war unklug, vom großen Plan abzuweichen. Mein großer Plan ist jetzt Echsengulasch. Aber erstmal noch Level abverteilen. Wir werden jetzt auf jeden Fall überfallen. Genau. Wird er im Hintergrund? Sitra, komm's. This one will have to do. Keine Kanalisierung.
wie ich einfach so aus dem Nichts Level bekomme, nur weil ich plünder. Nichts dagegen. Finde ich cool. Aber ja, ich würde mal sagen, Quacksottel ist unser erstes Ziel. Gut, wir sollten vielleicht erstmal noch den Krieg erklären. Upsi. Na, unsere Verlässlichkeit ist mittlerweile hoch. Gut. Dann kannst du dich auf jeden Fall verlassen, dass ich dir jetzt den Krieg erkläre und dieses Abkommen nicht breche. Wir werden euer lächerliches Volk zermalen. Tot. Er kam nicht mal zum Zermalmen aussprechen. Also. Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Hallo, Quacksurtel. Verdammt, falsche Armee. Andersrum. So ungern ich auch auf die bretonische Nationalflagge klicke, aber jetzt musste ich es mal tun. So, so. Und so. Besser. Keine Verluste, sehr gut. Gehen wir erstmal schön rein. 2000. Ne, komm. Jetzt kriegen wir erstmal den Sturm. Der Volkssturm der Nekromantie. Na, guck mal, hat sich gelohnt, die Gebäude zu belassen. Und das ist ein Gebäude, die ich gebrauchen kann. So, dann holen wir uns noch das Oreo-Lager. Dort steht die Fabrik für die Oreos. Das ist schon mal kriegsentscheidend, die Dinger zu haben. Ja, komm, rein da. Ja, seid dran, nach der Schlacht, bitte. Du brauchst deine Hand noch für den Kampf. Oh, das hab ich gar nicht so. Da lohnt sich schon ein bisschen mehr. Ich gehe da jetzt rein. Wisst ihr warum? Genau, weil Baum. So. Provinz gesichert, das Herz des Dschungels. Yay, 12 Provinzen vollständig. So, schön. Hier reparieren wir jetzt nochmal. Hier haben wir sogar einen eigenen, Forschungsbaum. Einen eigenen Baum. Für einen Baum. Ich glaube, das wird jetzt gerade einfach Baumception gerade. Das ist Baum im Baum im Baum. Von daher passt das. Ja. Läuft doch. Krieg schon fast gewonnen, ne? Puh, war das anstrengend. Ich glaube, wir müssen wirklich noch einen zweiten nebenbei führen. Wir rommeln hier ja regelrecht durch gerade. Wow, du hast ziemlich viele Skills, merke ich gerade. Von daher kann ich dir jetzt eigentlich Korruption bereinigen. Verdorbenheit um 1 zu erhöhen. Ich glaube, das ist ja auch nur. Die Aktion müssen wir wirklich aktiv ausführen, ne? Weil das ist immer so passiv, aber das ist. Ne, beständiger lokaler Effekt. Aber gut, wie dringend brauchen wir die Unverdorbenheit? Gut, wenn wir gerade frisch. Ja, okay, wenn wir gerade frisch reingehen in eine Provinz. Vor allem, wenn es. Hier geht's ja noch bei den Echsenmenschen, aber wenn wir dann. Ich glaube, bei den Elfen wird es auch gehen. Ich glaube, nur bei den Dunkelelfen und bei den bei der Vampire Coast und auch beim Chaos oder so wäre es problematisch. Und gut, bei den Skaven auch. Ich nehme es trotzdem mal mit. Dich kann ich verbessern. Schubdi-dubdi. Geschossresistenz. Du könntest auf einer Sphinx reiten? Na, das wollen wir doch mal sehen. Ach, du bist hier. Okay. Ja, erstmal mache ich dir noch deine Steinmetzarbeit auf Max. Mustermann. Danach können wir über deine Sphinx nachdenken, ja. Danach reden wir nochmal über das Pony. Da kommt der Kommandant. Mit so mit den strahlenden Kulleraugen. Papa Setra, ich hätte so gerne eine Sphinx zu meinem Geburtstag. Ja, vielleicht reden wir später nochmal drüber. Ready? Schön. Dann kriegst du noch den. Gut, Nahkampfangriff, Trefferpunkte, das ist schon nicht ohne, wie gesagt, aber wenn dann eher den Führerschaftseffekt, weil das ist immer gut, weil ich lasse den immer bei den Truppen. Mach mal. Zack.
not challenge me. Du bist der. Okay. Ja, ein paar Runden warten wir noch. Können wir hier, dann können wir da, dann können wir... Machen wir dort ja mal. Machen wir auch mal dort. Die Nefekare der Necrotect. Schön. Es könnte auch Necrotare der Nefetect sein. Vielleicht in einer anderen Welt. Hm. Necrosphinxen, wie gesagt, nicht so wichtig. Kriegsphinxen ein paar mehr, ist nie verkehrt. Oh, komm. Man kann nie genug durch die Gegend kugeln, die Gegner. Das ist dann nicht Rofel, also Rolling Over Floor Laughing, sondern Rolling Over Floor bei Sphinx. Das ist dann Rops. Ne, Rops. Alles klar. Schabti-Kommandant. Ja, ich glaube, bei dir werde ich, bevor ich den... Obwohl, das ist ja für die normale Infanterie. Waffenstärke, Magieresistenz, Führerschaft. Oh. Ja, da sage ich doch nicht nein. Vor allem, weil ein Trupp haben wir schon, der auf Einheitenrang 7 ist, der den Bonus mitnimmt. Hier, da sieht man auch den Bonus gleich, dass die ihn haben. Im Vergleich zu den anderen, wenn man so rüber geht. Und die anderen sind auch relativ kurz davor. Und vor allem, ja, meine verbesserten Auserwählten und so. Wird schon nice. So, Fürst Kavum. Du wirst mir einfach mal ein bisschen, nun ja, Kavum machen. Schon allein ein bisschen zu leveln noch. Das tut weh. Fürs Kavum hat's ordentlich Boom gemacht. Rüstung, bitte. Falle hätte ich immer gerne, dass sie mehr aushalten. Okay, beenden wir noch die Runde und beim nächsten Mal schlagen wir hoffentlich mal eine Schlacht gegen die Ex-Menschen. Die müssen doch irgendwo mit ihrer Hauptarmee stehen. Das hier ist, nenne ich, nicht eine Hauptarmee. Das ist so eine halbe Portion einfach nur. Haben die jetzt ernsthaft mit dieser sowieso schon halben Portion da die Stadt da drüben besiegelt? Die wollen ja regelrecht ausgelöscht werden. Ich könnte jetzt echt überlegen, ob ich mich mit meinen vier Armeen aufteile. Zumindest Setras Armee und die andere Sphinx-Armee können alleine für sich agieren. Während die Artillerie-Armee, die hätte im Idealfall noch eine andere zur Unterstützung. Die bewege ich vielleicht wirklich mit den Ushabti zusammen. Aber Setra und die anderen, das kann ich auf drei verschiedene Fronten aufteilen, unten im Süden. Und dann kann ich jetzt noch eine neue Front im Norden eröffnen gegen die Piraten. Und dann später noch gegen die Elfen. Und was machen die eigentlich die ganze Zeit, dieser Ork-Tiermenschen-Mischmasch? Erklärst du mir jetzt extra den Krieg, ja? Ja, Kasak, alles klar. Der macht den Kasak zu, ne? Stadtmenge. Ein paar Knochen und Leichen, bitte. Dankeschön. Wir könnten jetzt auch nochmal die Kapazität erhöhen. Wir könnten noch einen Kommandanten dazu holen, aber... Ich weiß langsam nicht mal, wohin damit. Aber andererseits, mehr Armeen schaden nie, ne? Die können wir eigentlich mit zur Elfenfront dann schicken, wenn sie ready ist. Komm, wir machen mal. Den passenden Ritus. Rizinus Ritus. Aber gut, alles weitere machen wir dann beim nächsten Mal. Die Folge ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.